Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir werden heute an den Brechtsee fahren. Der Brechtsee ist so ein bisschen mein Haussee. Das ist so der nächste vernünftig betauchbare See bei mir in der Nähe. Ich habe eine ganze Menge an meiner Ausrüstung verändert. Wollte das gerne ausprobieren. Ich habe mich jetzt nach fast 15 Jahren Taucherei mal für ein Trockentauchhandschuhsystem entschieden. Ich habe mich für das System von der Firma Rolock entschieden. Danke an den Achim Schlöffel für die Empfehlung. Ich habe das schon einmal probiert. Damit war ich super zufrieden, war allerdings ein sehr kurzer Tauchgang. Das werden wir heute jetzt nochmal ausgiebiger testen. Des Weiteren habe ich für meinen X-Deep Stealth Harness noch zwei Trimtaschen gekauft. Die werden hier an die Seite gemacht, um da nochmal etwas mehr Blei verpacken zu können, weil mir die Bleimenge allein im Rückenpack vom X-Deep für den Sauerstoffrebreather nicht ausreicht. Habe jetzt mal nochmal 3 Kilo mehr reingepackt. Ich war hin und her gerissen, ob ich die großen oder die kleinen Trimtaschen kaufe. Es gibt 2 Stück von X-Deep. Ich habe mich dann für die großen entschieden, wo ich eigentlich ganz zufrieden bin, weil da 1,5 Kilo Softblei wunderbar reinpassen, ohne dass es großartig aufträgt. Ich denke, mit den kleinen wäre ich früher oder später, an Grenzen gestoßen, hätte dann wahrscheinlich beide gekauft, früher oder später. Von daher bin ich mit den großen ganz zufrieden. Die müssen jetzt zeigen, wie sie sich im Tauchalltag bewähren. Des Weiteren habe ich mein X-Deep Harness so modifiziert, dass ich an meinen Sauerstoff-Rebreather direkt an den Harness dran klippen kann, ohne dass die D-Ringe besetzt sind und ohne dass ich die D-Ringe extrem weit hochsetzen musste. Ich habe da vorher schon was probiert gehabt mit Doppelendern, das hat mir nicht wirklich gut gefallen. Und es gibt von OMG auch einen Jacket, Harness, irgendwas in der Richtung, was mir aber ehrlich gesagt keine 600 Euro wert ist. Jetzt bin ich ein bisschen rumbasteln gewesen, habe von dem Nackengurt, der dabei ist, die 2 Fast-Tags abgemacht, habe ein Stück Gurtband genommen und 2 Bleistopper, habe die oben an dem quasi fast an dem Bereich, wo die Bleitasche im Rücken beginnt vom X-Deep, da festgemacht. Das zeige ich euch nachher nochmal. Und habe da dann das angesetzt. Jetzt muss ich zeigen, wie sich das bewährt, ob es funktioniert oder nicht, wie ich mir das vorstelle. Was möchte ich noch machen? Ich möchte gerne nochmal Boje setzen, wenn das alles so funktioniert. Ansonsten einen schönen Tauchgang genießen. Wie ich das letzte Mal drin war, war unheimlich viel Kleinfisch da. Und natürlich kommt man mit dem Sauerstoff-Rebreather sehr schön dran. Was ich vergessen habe, ist, ich habe mein Argon-System etwas modifiziert und zumindest die Aufhängung davon, dass sie halt auch an mein X-Deep vernünftig dran passt. Die Flasche an sich ist ein Ticken zu groß. Die könnte kleiner sein. Das werde ich mit der Zeit auch ändern. Allerdings habe ich jetzt halt die Flasche erstmal im Moment und werde die jetzt auch erstmal benutzen. Wir fahren jetzt hier auf den Parkplatz vom Brechtsee. Und wie es aussieht, ist noch jemand anders da. Unter der Woche ist hier meistens leer. Am Wochenende ist rappelvoll. Und heute gibt es noch andere Verrückte wie mich. Der 12. bis 14.04. ist Ruhezeit, das heißt, hier darf man nicht tauchen. Ansonsten im Internet findet man, glaube ich, auch nochmal eine Beschreibung. Die mache ich in den Videoanhang rein. Martin einen relativ langen Weg zu laufen. Das sind bestimmt 300 oder 400 Meter, aber der See lohnt sich. Das ist wirklich ein schöner See, das ist eigentlich der beste See
den man hier so in der Ecke hat. Und da sind mittlerweile auch ein paar Kleinigkeiten mit drin. Was fehlt, wäre eine Plattform. Gut, sie wollen keine Ausbildungstaucher hier drin haben. Wahrscheinlich werden sie deshalb auch keine reinsetzen. Vorne ist ein schöner Tauchereinstieg gemacht, das seht ihr gleich. Ich meine, eine kleine Schatzkiste haben sie reingesetzt. Ein Hai aus Holz ist drin. Ich gucke mal nachher im Internet, ob ich ein paar Bilder dazu finde oder ob ich sie vielleicht selber finde beim Tauchen. Dann kann ich euch das zeigen. Der Weg ist heute ein bisschen schlammig. Aber das ist nicht dramatisch. Und dann sehen wir gleich. Das ist natürlich mit dem ganzen Gerödel an jetzt auch kein wirklich kurzer Weg, das muss man fairerweise sagen. Man könnte es als Training ansehen. Ja. Was sich anbietet, wenn man mit mehreren Flaschen unterwegs ist, wenn man Doppelflaschen hat oder halt beim Sidemount-Tauchen, sich einen kleinen Wagen zu nehmen, die Sachen vorzufahren. Mit dem Sauerstoff-Rebreather ist das eigentlich kein Problem. Den anschnallen, alles fix und fertig machen, vorlaufen, das klappt eigentlich sehr gut. Und dann ist der Weg jetzt auch nicht so ewig weit. Wo es fies ist, ist es im Sommer, wenn du halt wirklich einen Trocki vielleicht noch anhast oder selbst auch im Nasstauchanzug, wenn es dann 30 Grad hat und du schwitzt wie blöd und dann halt den ganzen Kram mitnimmst. So, jetzt sind wir hier am Tauchereinstieg. Es ist ein schöner See. Man sieht es auch hier ganz toll. Also wir haben hier wirklich einen tollen Einstieg mit einer Leiter. Je nach Wasserstand ist man mehr oder weniger drin. Und dann ist es also hier wirklich auch gut rein und raus zu kommen. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man einfach seinen Kram wieder mitnimmt, hier keinen Dreck hinterlässt, auch im Sommer oder irgendwas, dass es auch so bleibt. Weil wir haben hier wirklich hervorragende Sicht. Ich weiß nicht, ob es man auf der Kamera jetzt so sieht. Das ist wirklich schon phänomenal, auch am Einstieg schon. Das ist wirklich ein toller See. So, solange ich noch Licht habe, gehe ich jetzt zurück, dass ich noch meinen Tauchgang machen kann. Pack jetzt mein ganzes Gerödel zusammen und werde dann auch tauchen gehen. Zum X-Deep. Das sind die Trim Pockets hier rein. Ist hier hinten am Schultergurt festgemacht. Das Blei hatte ich beim letzten Mal rausgenommen. Jetzt kommt erstmal wieder Blei rein. Hier sieht man auch da nochmal, das sind diese Fast-Tags, wo ich nachher den Sauerstoff-Rebreather einhängen werde. Das ist schon mal fertig. Thank you.
Also mein Fazit. Ich war etwa eine Stunde, knapp 58 Minuten im Wasser und bin super begeistert. Das war einer der schönsten Tauchgänge, die ich bisher gemacht habe. Ich glaube, ich habe mindestens 10 Hechte gesehen. Was so viel habe ich wahrscheinlich in meinem ganzen Taucherleben nicht auf einmal gesehen. Die Rolock Trockentaucheranschuhe sind absolut klasse. Kann ich also vorbehaltlos empfehlen. Wirklich ein super System. Super einfach, super genial zu machen. Auch das mit dem Drehmechanismus ist echt super. Bin wirklich restlos begeistert. Auch das mit dem Einklippen des Rebreathers hat wunderbar funktioniert. Das werde ich bei Gelegenheit nochmal genau zeigen. Was nicht funktioniert hat, war das mit dem Argon-System, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das hing zu tief, da ist die Bebänderung zu lang, die muss ich ändern. Was ich nicht gemacht habe, was ich anfangs gesagt habe, ich wollte noch eine Boje setzen. Allerdings ist es mir dann zu schnell dunkel geworden und ich jetzt auch nicht da Ärger provozieren wollte, weil Nachttauchgänge in dem See verboten sind. Von daher werde ich das nächste Mal machen. Ansonsten habe ich richtig viel Spaß gehabt. Ich kann es nur empfehlen und ich nehme euch beim nächsten Mal wieder gerne mit.